denn sie wollen ja sicherlich genießen, was diese Paare ihnen zeigen. Das ist das Beste, was so zu sehen ist bei den Professionals in den lateinamerikanischen Tänzen. Cha-cha-cha, der erste der fünf Tänze. Haben wir auch mal Galke Schreiber im Bild. Und Sie sehen, wie ausdrucksstark die Freiburger auf der Fläche agieren. Merci. Und das sind sechs Dreien, das heißt der dritte Platz für Martin Dihlmann und Lydia Weisser im Cha-Cha-Cha. Pour la France, le 134 Marc et Martine Barbieri. 4, 6, 5, 5, 6, 4 et 5. Tendiert zu Platz Nummer 5. John Byrnes und Jane Lyttleton. 6, 5, 6. Das sind 4 Sechsen, also Platz Nummer 6. Für die Briten. Und nun Galke Schreiber. Ja, das war kein Wunder. Siebenmal die Eins locker und überlegen den Sieg herausgetanzt. Im Cha-Cha-Cha. Hier haben wir sie. Da sprüllt es richtig. Das sind vier, wenn ich das richtig gesehen habe, auf die Schnelle. Wird also Platz Nummer 4 geben. Ja, siebenmal die 2, nur das blieb noch übrig für Allan Tornsberg und Vibeke im Finale. Felix Castillo und Katja Klep spielen dort mit der Kamera bei ihrer Samba. Alegría, Macarena, Macarena.
Die Musik, manchmal etwas eigenwillig hier in Paris, kommt von Band. Aber Hansi Galke und Bianca Schreiber, bisher sind sie da ja sehr gut mit zurechtgekommen. Siebenmal die drei für Martin Dihlmann und Lydia Weisser. Der dritte Platz, der Platz auf dem Treppchen, wäre für sie natürlich großartig. Für die Barbieris, das ist viermal die sechs und das heißt, die Majorität liegt bei Platz Nummer sechs nach dem fünften Platz im Cha-Cha-Cha. John Burns und Jane Lyttleton, sie waren vorher Sechste. Das wird Platz Nummer 5 geben. Ja, und jetzt ein weiteres Mal, siebenmal die 1. Bisher Idealnote für Hansi und Bianca. Großartig. 7 Einsen in Cha-Cha-Cha, 7 Einsen in der Samba. Sie sind das beste Paar. Felix Castillo und Katja Klep haben 4 Vieren, damit zum zweiten Mal den vierten Platz für das für Slowenien tanzende Paar. Und das heißt, dass wiederum Platz 2 für die Dänen, für Allan Tornsberg und Vibeke Toft bleibt. Das müssten wieder 7-mal D2 sein. So ist es. Platz Nummer 2. Die Reihenfolge verfestigt sich. Galke Schreiber, Rumba. Tornsberg und Vibeke Toft, die noch eine kleine Zugabe geben in ihrer Schlusspose. Bisher haben sie Roger Dolion erklärt noch einmal die Wertung. Es ist eine Platzwertung. Und jetzt schauen wir, auf welchen Platz Martin Dihlmann und Lydia Weisser in der Rumba gesetzt werden. Eine 4, aber 6-3. Das heißt, auch im dritten Platz, im dritten Tanz, der dritte Platz für Dihlmann-Weisser. 2 Vieren, aber Platz Nummer 5 für Barbieri, die sich damit wieder etwas nach vorne gearbeitet haben. John Burns und Jane Lyttleton. 4 Sechsen heißt Platz Nummer 6 für das britische Paar in diesem Finale. Nun Galke Schreiber. Es gibt 3 Zweien, aber 4 Einsen. Das heißt, sie gewinnen auch diesen Tanz. Die Rumba, ganz, ganz wichtig ist das. Denn mit 3 gewonnenen Tänzen kann eigentlich nicht mehr allzu viel anbrennen. Castillo Klep, das geht aber. Kunter Bunt.
Bah, nous avons demandé au juge de le faire extraire un peu pour voir si vous suivez bien. Et pour le 184, Allan Tornsberg et Vibeke Toft. Für Tornsberg, Toft. 3 Einsen dieses Mal, aber immerhin 4 Zweien. Also bleibt auch hier nur der zweite Platz für die Dänen hinter den Deutschen. Maintenant, leur quatrième danse. Nale, der rassige Paso Doble. Der Paso Doble und in der Endpose sahen wir da ganz kurz auch Martin Dihlmann. Für Dihlmann-Weisser 1-5, 6-3, ganz klar dritter Platz auf dem Paso Doble. Der Platz auf dem Treppchen wird Ihnen nicht mehr streitig zu machen sein. Für Marc und Martine Barbieri gibt es 3-4. Das ist aber noch nicht die Majorität, die würde bei den fünften Plätzen liegen. Sechster Platz für Byrnes, das steht schon mal fest. Die Barbieris muss man noch etwas abwarten, tendiert zu Platz 5. Nun für Galke Schreiber, es sind wieder eine 4-3 Entscheidung, aber sie haben auch den Paso Doble mit 4 Einsen und 3 Zweien gewonnen. Na, jetzt hat der gute Roger Dolléon, Felix Castillo und Katja Klep die Slowenen vergessen. Und das war klar für Allan Tornsberg und Vibeke Toft. Bleiben 3 Einsen und 4 Zweien nach der Rumba. Führen mit 4 gewonnenen Tänzen vor dem abschließenden Jive. Vor diesem Paar, den Dänen Allan Tornsberg und Vibeke Toft. Auf Platz 3 hervorragend Martin Dihlmann und Lydia Weisser. Und nun zum letzten Mal Gas geben. Der Jive voller Lebensfreude, schnell, rasant und rassig. Und da können Sie jetzt ziemlich locker tanzen. Hier sehen Sie die beiden besten Paare sozusagen im direkten Vergleich.
Martin Dihlmann und hier große Bild Lydia Weisser. Für sie ist ein großer Tag. Es wird wohl der dritte Platz geben. Felix Castillo und Katja Klep, drei Vierte, ein Fünfter. Auch hier werden sie dahinter sein. Siebenmal die drei, da braucht man nicht lange zu rechnen. In allen fünf Tänzen sind Martin Dihlmann und Lydia Weisser Dritter geworden. Gratulation an das Paar. Das war dreimal die vier und viermal die fünf. John Byrnes und Jane Lyttleton. Fünf Sechsen, sechs Sechsen dabei. Wenn ich jetzt auf die Schnelle richtig gesehen habe. Das heißt für sie in der Endabrechnung auch Platz Nummer 6. Nun für die Deutschen wieder eine 4 zu 3 Wertung. Rumba, Paso Doble, Jive haben sie jeweils mit 4 Einsen gegenüber 3 Zweien gewonnen. Aber sie haben damit alle 5 Tänze gewonnen mit der idealen Platzziffer 5. Sind sie die internationalen Meister von Frankreich geworden. Für Felix Castillo und Katja Klep insgesamt Platz Nummer 4. Der und Allan Tornsberg und Vibeke Toft. 3 Einsen zwar, aber 4 Zweien. Und das heißt Platz Nummer 2 mit der Platzziffer 10 für das dänische Paar in allen 5 Tänzen. Hier eine Studie ihrer Fußarbeit. Sind sie Zweite geworden hinter Galke Schreiber, wenn auch in den letzten 3 Tänzen nur sehr knapp, nachdem Galke Schreiber ja Cha-Cha und Samba mit 7 Einsen jeweils gewonnen hatten.